Jo. Stormo, du bist dran. Wie schneidest du das dann eigentlich? Ich guck mal, entweder mache ich dann ein großes Video draus oder schneide das in so 30 bis 40 Minuten Folgen oder ich guck das mal. Okay. Slowmo? Ja. Du bist dran. Ja, schon. Ich war gerade eine abwesend. Ein bisschen wo stehen deine Einheiten gerade, also die obersten? Also. Ja. Okay. Stell dann mal. Jack und Gonzales jeweils auf die Felder. Ja. 1 weiter davor, also ja, das und da ist dann darüber das Feld. Da wird kommt Radgar. Okay, dann hol den das wo da auf die Ex. Ja. Dann bringen alle Einheiten hinter Gonzales und Dieck. Langsame Einheiten weiter nach vorne. Okay. Sofern möglich. Ja. Soll Saul sich viel heilen? Kann noch mehr geheilt werden eigentlich. Nö. Okay, dann heilen mal. Auch dann tanzen bitte für. Ja. Ja. Ey. Was tun, was tun, was tun? Slowmo kommt mir schon wieder entsetzlich nah. Lass dich ruhig ganz nach unten gehen. Alles klar. Okay, da du mir die Möglichkeit gegeben hast, interessiert mich. Einheiten. Nein. Wie bitte? Was interessiert dich nicht? Nein, ich. Da du mir schon die Möglichkeit gibst, interessiert es mich natürlich auch, wie meine Einheiten jetzt schneiden. Ja, dann werden wir es dann sehen. That's my range! Guck erstmal hier Luis gegen Lute. Okay. Ja, wieder weg. Wie sieht's aus mit Lin? Ja, Lin hat ja Mulagier. Einmal bitte machen. Lin kann da einfach direkt stehen bleiben, weil also ich glaube, Ven hat sie eine gute Chance gegen Leon. Warte, hat
Elwood hat ja auch eine 2er Range wegen Doander jetzt, oder? Ja. Ich weiß, aber wir wissen nicht, ob die auch nicht geht. Wir können es ja testen. Ja. Dann greif mal kurz in den Mondkönig an mit Duandal. Es geht! Okay, die geht. Oh, Amaz geht okay. Ja auch. Aber nur halt bei Hector. Ja, kann jemand Elwood retten? Ich würde, wenn wir auch. Ja, doch, ja, okay, so. Gut. Okay, gut, weil, kannst zwar kurz. Ne, Bramimond wird eben so. Ne, Bramimond würde ich nicht gerne testen gegen den. Weil doch, guck mal, Bramimond gegen den Mondkönig. Nein, definitiv nicht. Ja, dann geh mit Bramimond dann mal bitte weg. Was heißt weg? Über hier Nino. Weil dann, Nils hatte Nils Grace, oder? Ja. Ja, dann geh mal bitte unter Elwood mit ihm und benutze das auf Elwood. Okay. Ja, dann guck mal bitte gegen den Dämonenkönig so. Okay, geh erstmal nochmal weg. Kann der Feuerdrache den erreichen? Ja, bestimmt. Ja, kann er, aber guck das mal. Wäre witzig, wenn die gegenseitig effektiv wären. Okay, sind sie nicht. Du doppelst mich. Ja, dann geh wieder weg. Ja, dann greif mal mit Elwood an. Den Dämonenkönig. Okay. Genau. Weil... Eigentlich würde ich Elwood sogar gerne da stehen lassen. Nur dann... wir haben keinen es gibt keine Supports, ne? Nee. Doch. Aber nicht warte, für alle. Mit wem hat der Support? Mit Ninian, Hector Lin, und Lin. Soll Ninian... Weil wie weit kommt Hector nach oben? Nicht weit, ne? Nope. Ja, gerade mal so weit wie Lin kommen würde. Lin ist aber in Range, oder? Für den Support. Drei Felder, oder? Ja. Oh, nice. Hector können wir nicht retten, oder? Keine Ahnung. Guck mal mit Erk. Doch, können wir. Okay, dann hätte ich gerne das. Lulu, geh nochmal hoch. Ja, der. Mindestens eins nach ein Feld. Was denn? Der Feuerdrach muss ein Feld nach rechts. Warte, wie viel Korn hat Elwood? Weil das ist ja wichtig. Ich glaube nur 9, oder? Ja. Ja, und Hector? Ich glaube 12. Ne, 15. 15. Wie viel 8 hat Florina? Perfekt, sie kann ihn tragen. Okay, weil dann hätte ich gerne. Ja, geh wieder raus. Dann hätte ich gerne, dass du mit Luis. Unter Hector gehst. Genau. Geh nochmal hoch. Ein bisschen. Ja, dann rette mit Erk bitte Hector. Und geh über A. Dann nimmst du nämlich mit Florina gehst du eins nach unten. Nimmst Hector und setzt ihn neben Elwood.
und stehen bleiben. Und dann haltst du mit Serra. Hat die nur mal einen Heilstab? Ich glaube nicht. Nur 45. Nein. Okay, dann gehst du bitte mit Oswin über Pent, wenn das geht. Genau. Dann mit Pent. Oder wer hat mehr Magie? Pent oder Serra? Pent. 21. Okay, ist egal. Wobei. Ne, dann geh mit Serra 1 nach unten. Und dann mit Heil mit Pent Eliwood. Okay, er hat nur einen Physik, aber egal. Aber ich habe ihn da gerne stehen, weil er da ein bisschen näher nach unten ist. Genau. Ja, und dann kannst du mit Sane, Dorcas, Arthos, Nino eigentlich runtergehen. Ja, okay, muss jetzt mal. Okay, welches Schwebewaffen hat Lina und Sophie? Lina hatte 4 Blaze und Sophie hatte. Welches Waffenrang? Achso. Vielleicht den E und mit Lina. Welches Waffenrang hat nochmal Physik? C. Ich mein B. Echt? Ich meine, es ist B. GBA. Na. Sonst hatte ich keinen Magienutzer, oder? Was? Nee. Ob ich sonst noch welche Magienutzer habe, aber nein. Musste ich noch irgendwas tauschen eigentlich? Also dann geh mit allen weiter, aber halt dich von der unteren Wand fern. Allen weiter von der unteren Wand fernhalten. Mit allen weiter, aber von der unteren Wand fern. Also nee. Wie weit kommt kommt Mondkirch und die Markete? Ja. Okay, geh mit Gonzales einen Schritt vor. Und was ist halt dort? Dann geh mit Igun unter Faye. Oder was ne, wie viel Movement hat die nochmal genau? 4. Sie hat 4 Movement, oder meinst du Faye? Ich meine Dune. Die hat 4. Okay, dann Rodka auf das Feld links von Gonzales. Stell Idun halt unter Faye. Dann tanz für die. Und stell sich dann halt neben die. Dann Saul halt dann über zwischen Bade und Faye. Und ich beende. So, what are you about to do? Ich guck mal, okay. Krieg Ayo niemals getötet, das steht fest. So it's my turn? Yeah. Okay.
Dann können jetzt wieder alle runter. Ja, stell dir erstmal weiter, nicht weiter als die Abonnier nur jetzt ist, auf dem. Ja, werde eh nicht gehen, aber ich würde mit der nächsten Runde noch was adjusten. Okay. Lass mich raten, ich soll mich hiervon trotzdem fernhalten, oder? Wie viel Move hat Tethys? Ja, mach trotzdem mal. Weil ich glaube, auf das unterste Feld kannst du safe. Also unter den Feuer, über den Feuerdrachen. Okay. Vom Rest bitte fernhalten. Ja genau, stell nicht mal, oder ja, Spiel für, ja genau, Hector. Passt so. Wie wird kommen deine Einheiten, ey? Das Ding ist, dass halt nur noch Formitis und Myr auf 2 Range angreifen können. Ross und Geo können es halt nicht. Los. Okay, geh mit Idun rechts neben Gonzales. Ja, und warte halt dort. Dann. Wie viel Movement hat nochmal der Berserker? Und. 6. Immer 6. Dann geh mit Dirk rechts neben Idun. Und dann rück mit Faye unter Radgar. Ja. Und dann Elfin halt die links neben Faye. Ja, und warten. Und soll halt nur ein Feld nach oben. Und das war's. Oh, meine Herren. Was? Ich weiß, was ich tun soll. Er ist halt fast tot, ne? Ja. Also, deine Wahl zur Auswahl entweder frontal gegen mich, frontal gegen Robin oder frontal gleichzeitig. Ja, es wird jetzt früher oder später drauf auslaufen, dass wir dich in eine Zahnbewegung zwingen. Ja, deswegen weiß ich, was ich auch tun werde. Was denn? Okay, also ein Teil gegen mich ist es quasi. Okay, geh mal bitte runter. Ja, bring die anderen bitte erstmal weiter runter zu den anderen und beweg die 4 dann noch nicht. Beweg erstmal die anderen 3. Ich würde im Endeffekt eh auf euch raus, auf die Fahrt, wie viel ich bewegt zuerst Hector. Und dann spiel bitte für ihn. Ich frage jetzt, wie viel schaffen wir denn noch von Snow dann jetzt in dem Moment auszumerzen? Ja, warte. Okay, gut, genau. Die können erstmal warten.
Okay, wo steht der Berserker von dir? Da. Okay, schnell. Was für eine Waffe hat der? Ich hab eine Garm oder eine Brave Axe? Garm. Okay, schnell, Dirk, eins nach rechts. Wie viel Schaden macht Idun an Dämonenkönig, Leon und deine Magma und mir? What the fuck? Huh. Dämonenkönig ist echt hart scheiße. Kyron kann sie doppeln? Kyron kann sie wahrscheinlich. Okay, ja, Leon wird halt hart von Nagalfar runtergezogen, weswegen alles und jeden ihn doppelt. Selbst Bolting hat ihn gedoppelt. Ja. Okay, greif mit Idun den Dämonenkönig an. Dann, wie viel Schaden macht Faye an Leon und Mio? 20. Hier wird sie getötet, ja. Wenn sie nicht crittet. Ja. Dann geh mit Mio neben Dirk. Dann betanz die Doom. Ja. Und stell die neben mir. Links neben die. Faye. Okay. Ja. Also ich hätte nochmal angegriffen, aber das wäre vielleicht nur meine Meinung gewesen. Nee. Dann Saul neben. Bade. Einfach nur warten. Und Alan eins nach rechts. Und das war's. Mann! Okay, bring bitte erstmal die aus dem Gang nach unten. Links von Florina und die Feuerdrachen, wenn möglich. Also zum Beispiel Eliwood und Hector auf jeden Fall. So weit wie möglich nach vorne. Ich hab. Nils kommt nicht so weit, oder? Ich hab keinen Plan mehr. Jetzt kommt bis hierhin. Ja, stell bitte zuerst Sarah weg. Genau, das passt. Boah, ich will genau, was ich mache. Ja, das passt so. Jetzt warten. Dann stell bitte Lin mit nach vorne erstmal. Ja, nehmen wir, das passt. Dann der Feuerdrache unter Lin, wenn er da hinkommt. Ja. Und dann warte erstmal. Was wird Slowbo tun? Welche Sachen droppen eigentlich deine Einheit? Gar nix, Garm. Und das war's. Und Nallgefahr. Ich hätte eigentlich ungern Garm, wenn ich gegen Robin kämpfen würde. Genau so, aber ich glaube, im Kratos ging nicht zu kämpfen. Ach ja, wenn man den König tötet oder die Königin, dann darf man aber keinen anderen mehr töten, von die noch am Leben ist, oder? Wir haben mal gesagt, dass man dann
der Rest quasi auch aufgibt. Ja, ja, aber das heißt, du darfst nicht noch irgendwie halt bei mir jetzt Ross töten, um die Waffe zu bekommen. Ja, im Endeffekt wäre es auch irgendwie dumm, weil er seine Ressourcen verschwenden würde, weil er das nicht mehr machen muss. Weil er könnte zum Beispiel riskieren, einen Crit abzubekommen und deswegen wer stirbt. Ja. Das wäre im Endeffekt einfach nur dumm. Ja. Okay. Geht dann. Und kannst du noch ein bisschen nach rechts gehen, weil ich den Rest vom Gang sehe mal. Geh mit dir 5 Schritte nach rechts. Okay. Wo hast du bitte Silberschwert aus? Falls er doch rankommt, wenn du den mittanzt. Dann geh mit Edun halt so weit nach rechts möglich. Und dann auch mit Faye genauso. Und den Rest stellst du auch dort oben rechts hin. Also zuerst zuerst Tänzer und Rodger. Wenn zuerst Tänzer? Also der Bade. Und Rodger. Den Heiler hab er möglichst relativ als letztes. Mir bleibt halt nicht mehr viel zu tun. Ja. Oh, er kommt. Ich zwing euch so ein bisschen beide zu mir zu kommen. Einfach weil wir auch mal zu einem Ende kommen. Weil ich werde das definitiv nicht mehr gewinnen können. Ja. Sorgt mal bitte zuerst, dass Oswin irgendwie mit nach vorne kommt. Ja, dann am besten erstmal Sarah weg nach unten stellen. Wohin? Nach unten neben den Feuerdrachen. Damit halt Nils an Dingens rankommt, an Oswin. So kommt Leon hin. Wenn möglich, erstell Lin bitte in den Wald, in den letzten. In den hier. Lin. Mit Mulagir. Ja. Mit wem hatte Lin Support? Mit Eliwood, Hector, Florina und Wrath. Okay, dann stell Eliwood bitte hinter sie. Ja, mit Durandal. Hat er ja schon. Dann Florina bitte über Eliwood. Mit Hatine, ja, dann mit dem Javelin. Dann Hector bitte hinter Eliwood. Amatz, natürlich. Und die anderen rücken erstmal auf. Also rücken die weiteren Plätze auf, aber niemand geht weiter nach vorne. Ja. Geh mit Aufpost nach oben. Also bei Berg, wenn möglich. Und das reicht erstmal. Okay. Dann. Geh mit Hey zu nach ganz unten links. So weit wie möglich. Da und
dir stellst du Dirk mit Wurfbeil. Und die anderen rücken dann auf und halten sich erstmal von der Mauer fern. Außer vom letzten Teil. Okay. Und auch Idunin tanzen, wenn der dahin kommt. Ja. Mit Saur kannst du dann, wenn er gegangen ist, Idun heilen, den 1 KP, den noch. Wow, wow! 1 KP! Oh. Ich wünschte, ich hätte solchen Luxus. Ja, den Luxus hast du schon von mir wegbekommen genommen. Aber alles klar. In dieser Situation gibt es nur eine Sache zu tun. Warten. Hey, wo kommt denn jetzt hin? Der. Jetzt. Fuck. Ich hab Defense, ne? Ja. Ja, wie viel darf hat Lin? Ich sag 12. Das war geraten. Also wie viel Range hat Mulagia? Nur 2, oder? Ja. Und die anderen Waffen? Und nochmal eines, eins, ne? Ja. Weil was macht unsere Karte, gibt Rest, ne? Ja, schon. Ja, Mister. Was für Waffen haben deine Leute? Oh, also Gilliam und Ross. Gilliam hat Rex Haster, Brave Ex Armor Slayer, Garm, Demon Light, Divine Stone. Hier. Wo kommen die hin? Also jetzt. Ja, okay, dann mach auf Lin, warte, Leon. Also, Leon, bezeig mir bitte Leon nochmal. Okay. Dann gib Lin bitte, das Dingens, Nini's Grace. Okay. Ja, gib ihr Nini's Grace. Gut. Und dann stell sie bitte in die. In die momentanige Range von Leon mit dem Letztpunkt. Wo denn? Mit. Unter die Treppe. Hier? Eins oben, eins rechts. Genau da. Mit Mulagia ausgerüstet. Gut, dann folgen. Wo kommt Florina hin? Stell sie bitte unter Lin. Mit der Javelin. Dann rechts daneben Elliwood, Durandal. Ja. Dann Hector. Ja, gib ihm mal das, der Tomahawk. Den Tomahawk. Okay. Weil Armatz funktioniert ja auf 2 Range nicht. Doch, bei Hector schon. Bei Hector geht's. Ja. Dann bleib bei Armatz. Euer Drach, bitte in die Lücke unter Elliwood und Hector. Nein, eins da runter. Genau da. Ja, dann bitte Louise hinter dem Feuerdrachen. Ah, du hast so viele Einheiten. Dann als nächstes Arthos hinter Hector, wenn möglich. Ja, okay, so weit wie möglich.
Okay, dann Nino. Und hinter Luis. Dann Oswin unter Nils, wenn möglich. Ja. Und der Rest schließt auf. Also soll ich Zane hier hinstellen? Lieber nicht. Was für Zerra? Das passt so. Na, okay. Okay, warte, jetzt muss ich mal stoppen, ich muss mal aufs Klo. Wow. Okay. Also, ja, okay. Hier ist dann kurzer Cut.